Okay, es geht so weiter mit Inazuma. So, testen wir mal. Tor! Immer wieder dieser Hitlergruß. Warte mal, wie war das? Ich muss mich jetzt wieder erinnern. Warte, wie war das? Hat sich das, Inazuma 1 gab auch sowas ähnlich, das weiß ich. In der alten Einrichtung von Inazuma, wo die früher trainiert haben als kleine Bastarde. Hier findet man die ganzen Items, um wieder erfrischt zu sein. So, wie war das nochmal? Wie oft musste man machen, um zu leveln? Oh. Ach so, jetzt kämpfe ich gegen Naniwa. Okay. Komm. Okay, alles stimmt. Was? Was ist das für eine Ansammlung von Charakteren, die ich schon alle mal getroffen habe? Und ja, ich benutze immer die gleiche Taktik, das habe ich auch gerade später so gemerkt, durchsetzen. Gretchen. Sind die zu stark? Sind die zu stark für mich, oder? Die Barke. Ich kann jetzt nicht überspringen. Feuerspucker. Ja, der nächste wird wirklich sitzen. Ja, leck mich, Schiedsrichter. Weißt du was? Leck mich. Jetzt versuchen wir sie richtig den Arsch. Überhacke. Wieso kann ich seine Spezialattacke nicht wegmachen? Ja komm, setz es ein. Dann lass nur weniger TP und ich kann dann besser meine Attacken einsetzen. Setzen. Oh nein, die Person ja so den Arsch. Oh, das wird geil. Gretchen. Bitte sei kein Faul. Du elende Glatzkopf. Janus? Gretchen. Solo Doppelpass. Dämlicher Vollidiot. Hä? Wie hat er denn jetzt bekommen? Kann ich mich durch zwei durchsetzen? Ja klar! Komm, gib mir die Beine hier weg. Gretchen. So, heiße Phase von diesem Spacken ist fertig.
Los! Du machst mal eine Windhose. Wenn das als Erfolg gezählt wird, dann leckt mich aber fett. So. Ja, es geht weiter, ich wurde wieder gestört und wegen der Störung war auch die Wiederholung zu sehen, die ich nicht zeigen wollte eigentlich. Ja, Ende der ersten Halbzeit. Ich dachte, erst am Schluss werden wir wissen, wer der Stärkere ist. Wir wissen jetzt schon, wer der Stärkere ist, weil euer Torwart keinen TP mehr hat, habe ich so gesagt, gewonnen. Wieder Glatzi. Machst du wieder deinen komischen Kung Fu? Dingsbums oder diese Multi-Tip. Das war dämlich. Okay, komm, mein Freund. Erik. Grillchen wir mal zu zweit. Liebe Janus. Komm. Und die Parke. Ich hab's schon nicht eigentlich gelevelt. Ich freu mich gerade so mal. Der gerade hinter dem Tor versteckt, der Typ. Tor! Weiter so, Raimund! Weiterspielen. Warte, ich muss danach sehen. Danach muss ich euch eine richtige Frage stellen. Ihr das Erfahrungstanz? ETF. Was ist, wenn es ein Mädchen ist, mit dem du Erfahrungstanz machen willst? Klappt das auch? Ja, schieß wieder ein Torwart, komm. Rätschen. Arkan Nebel. Das Miasma? Das Haus wie Miasma. Kampfstier. Ballonball. Diese Schichtelattacke. Fangen. Goldene Handschuhe, yay! Du bringst ihn wirklich auf den Hangel. Oh, das war ein ziemlich toller Schuss. Geile Reaktion. Sie sagt was Negatives, er sagt was Positives. Geht klar. Der ewige Optimist. Zeit. Kampfstier. Boah. Oh nein. Die wird keine Kinder mehr bekommen können. Da bin ich mir 100%ig sicher.
Oh nein, und der wird keine Eier mehr haben. Oh nein, das war gegen die Beine nur. Ringhüter. Ah, Dunkeltornado. Gut gemacht. Orkangrätsche. Und Spiel beendet. Gewonnen. Ja, der Sieg ist unser. Ich schäme mich. Ah, okay. So, herzlichen Glückwunsch. Tim, die Verbesserung der Erfolge abgeschlossen. Achso, Schusskraft verbessert. Oh, okay. Das heißt also, ich muss sehr oft diese Dinger wiederholen, damit Körpereinsatz verbessert. Um diese Aliens-Einrichtung zu trainieren, hat sie wirklich gelohnt. Ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Ich glaube, wenn wir hier trainieren, könnten wir sogar stärker werden als Epsilon. Das ist möglich, aber erstmal wird trainiert. Ich muss mich um ein paar Angelegenheiten kümmern. Wir treffen uns dann wieder auf Kurs. Glaubt ihr, Mädchen, dass ihr euch etwas nach Hinweisen bezüglich Aliens auch umschauen könnt? Na klar, Trainerina. Viel Glück beim Training. Wenn ihr glaubt, ihr habt genug, dann kommt einfach zurück und spricht mich an. Ich warte draußen vor der Geisterbahn. Okay. So eine riesige Einrichtung mehr. Das heißt also jetzt für mich, Leute, es ist Zeit wieder für Gautams Trainingsstunde. Ich werde den Leuten so doll in den Arsch treten. Ah, die lecker Liberos. Komm. Ach, scheiße. Ach, Wally, komm. Oh nein, der ist geblockt. Quetschen wir. Und Drehschuss. Ah, okay. Okay, 13 Minuten haben wir schon, so gesagt. Weiter so, Raimund! Also, so die Sache ist, die... Wollt... Training-Einrichtung. Wieso komme ich nicht mehr da rein? Bleib in Ballbesitz. Okay, das ist was Neues, das hatten wir auch noch nicht. Farbtunnel. Wieso kann ich jetzt nicht mal da durch? Illusion Ball. Durchsetzen. Fuck you! Ja, ich weiß. Schande über mich, Schande über mich. Ach so, komme ich wieder rein. Okay, die Frage ist die. Wollt ihr, dass ich alles zeige, also von den
jeweiligen Trainingsorten, also defensiv und so, die jeweiligen Bossgegner, oder ist es euch egal und ich soll einfach trainieren und das einfach zeigen am Ende dann? Ich werde sowieso sehr lange trainieren, also ich werde heute, es ist jetzt Samstag, also es ist jetzt Freitagabend, 0.31 Uhr und ja, die Frage ist, soll ich jetzt trainieren und das zeigen oder nicht? Wenn ihr es wollt, schreibt es in den Kommentaren, wenn nicht, dann mache ich das jetzt aufs Screen. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich genug trainiert habe und dann wisst ihr, wer redet.